Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt jetzt die anders aussehende Mathilde. Mathilde. Genau. Genau. Ja, wir weichen doch ein bisschen von unserem Plan ab. Wir wollten ja eigentlich bei der Piratenbucht weiter forschen. Jetzt haben wir aber uns in dieser Basis nochmal umgeguckt. Wir haben festgestellt, wir haben voll viele Sachen verplant, die wir bauen, erforschen können. Und haben uns jetzt entschlossen, doch ein bisschen eine Baufolge zu machen. Bau und Abbau. Genau, weil wir haben so ein Freudenhaus. Ich kann mein Mitra-Dings aufwerten. Ich kann einen alten Bogen bauen. Rat der Schmerzen können wir aufwerten. Ich kann eine bessere Schmiedebank bauen und bessere Öfen, habe ich auch gelernt. Naja, verbesserte Ofen kann ich jetzt machen. Brauche ich nur Stahlverstärkung für. Wahrscheinlich schmilzt dann alles etwas schneller. Scheiße, ich muss erstmal Holz besorgen. Dreckskacke. Aber ich kann Holz mehr. Ich habe auch schon ewig nicht mehr Holz holen. Hier, verbesserte Werkbank eines Schmieds. Geile Sache. Ja, bau mal. Dann können wir nämlich die Werkbank des Schmieds, die wir hier haben, in unserem Dschungelbasis. So, hier, kleiner Wurm, bleib mal hier. Nicht mehr folgen. Brauche ich denn? Ich nehme mal Mr. Wolf oder Carsten. Oder Bagheera. Oder Black Ziegel. Panther. Ich nehme Black Panther. Folge mir, Black Panther. Wir müssen Holz suchen. Ah, gehärtet und stahlverstärkte Ziegel. Das heißt, ich probiere einfach mal Ziegel da reinzubauen. Stehen nur Stahlbarren. Wie mache ich gehärtete Ziegel? Na, ja, irgendwas mit Ziegel. Vielleicht musst du da Teer reinpacken. Ich recherchiere. Ja, du. Ja, du. Darf ich die beiden Bäume links von dir zerhacken? Hast du was dagegen? Nein? Okay. Wollte nur vorher mal fragen, weil die Bäume bei euch stehen. Ich will ja keinen Streit anfangen. Da ist ein Baum. Ach, hier sind noch ein paar mehr. Okay. Wunzig. Oh Gott. Was sagst du? Wunzigret? Ich will so. Du will. Also, ich brauch. Steinmetzmeister, Talent. Jetzt habe ich bestimmt keine Werte mehr dafür frei. Doch, Steinmetzmeister habe ich schon. Also ich brauche gehärteter Stein. Okay, wie kriege ich den gehärteten Stein? Also Feuerschaumkessel. Ah, dann über Rezepte an der Werkstatt. Mit einem Feuerschaumkessel anscheinend. Zwirn und Wundsekret. Dann gehe ich mal zum Feuerschaumkessel und gucke mal, ob das da ist. Ah, da ist er. Ja, aus Wundsekret und Zwirn. Okay, das ist ja... schnell gemacht. Wow. Zwirn haben wir ja irgendwo noch ganz viel rumfliegen. Ansonsten gehe ich wieder Zeug farmen. Ja, wir brauchen ja eh Zeug für unsere Sklaven wieder. Ja. Das ist ja auch alles. Ah, ich glaube, wir haben das ganze Zwirn, haben wir, glaube ich, mit in den Dschungel genommen.
So, ich hoffe, das Freudenhaus ist nicht so groß. Ich will nicht extra anbauen. Zwirn, zwirn, zwirn. Hier, Black Panther. Blacky, wo bist du? Also Ranken oder Pflanzenphase. Ach, da stehst du. So. Halt mal kurz. Dann gehe ich erstmal Pflanzenfasern sammeln. Mach das. Oh, das Freudenhaus ist wirklich nicht gut. Oh, hier sind noch ganz viele Pflanzenfasern. Das sieht ja voll nicht nach Freudenhaus aus. Das sieht ja komisch aus. Ich habe mir da unter Freudenhaus irgendwas anderes vorgestellt. Ich gehe trotzdem noch mal sammeln. Mach das, was du sammeln wolltest. Ich bin enttäuscht vom Freudenhaus. Oh. Und, und ich wollte noch mal eine Eistruhe bauen. Oh, hier ist auch noch ganz viel. Ah ja, hier konnte man nichts bauen. Ach, ätzend, ätzend, ätzend. Kann ich hier nichts bauen? Zu dicht an anderen Objekt. So an mir wahrscheinlich. So, Schleimsuppe habe ich den Auftrag gegeben. Hm. Ey, ich glaube, wir müssen expandieren. Okay. Ich habe keinen Platz für mein Freudenhaus. Oder sind die ganzen Leute und Tiere hier im Weg? Oh. Nicht genug Bodenkontakt. Zu dicht an einem anderen Objekt desselben Typs. Hm. So, Rittersporn, du bleibst mal hier. Nicht mehr folgen. Der Sporn, du wartest da. Ich nehme hier Badira mit. Oh, ja, dann gehe ich mal los. Haben wir hier im Haus noch Platz? Nee. Nee. Ich habe ja schon auf dem Dach mein Dings stehen, mein... Wir haben hier irgendwie ein Platzproblem. Ach, Kacke. Dabei ist die schon so groß, ne? Ja, das Freudenhaus ist auch groß. Ich will wissen, was das ist. Also, ich weiß, man sieht ja ungefähr, was es ist, aber... Scheiße, ich auf meinen Turm keine Decke gekriegt habe. Hm. Aber vielleicht brauchst du ja keine komplette Decke auf deinem Turm. Nee, ich krieg da nichts hin. Das weiß ich jetzt schon. Haben wir hier im Keller Platz? Nein. Hm. Also ich will hier nicht anbauen eigentlich. Eigentlich ist die Basis echt schon groß. Ja, es ist schon. Ja, oder wir stellen das Freudenhaus in unsere Dschungelbasis. Hm. Weil ich es auch cooler fände, wenn wir sämtliche Schreine irgendwie an einer Stelle machen. Also ich kann es hier irgendwie vor der Mauer bauen. Ja. Da Richtung Stadt hin zum Beispiel. Ach, hier hast du das Zelt aufgestellt. Ja, das so, dass dann so andere Freunde oder neue Leute. Hier, warte, ich kann es ja genau hier drunter bauen, hier unter der Mauer. Geht das? Geht das? Geht das? Nein, ist schief, ist doof, ist nicht genug Bodenkontakt. So. Ich baue das jetzt. Ansonsten hier unten, wo es bei deinem Turm rausgeht, da ist eine sehr große flache Stelle. Also, gerade. Gebäude ist hier nicht zulässig. Es ist schon nicht so leicht mit dem Bauen. Wo meintest du? Na, hier, wenn du unten bei deinem Turm rausgehst. Ja. Also hier unten müssen wir sowieso nochmal alles voll zumachen, falls wir mal angegriffen werden. Mhm. Und ich wollte hier nicht weiter bauen, weil links Eisen ist. Sonst müssen wir noch weiterlaufen für Eisen. Ja. Und ich bin faul. Ach, hilft dir nichts. Komm. Ich baue es jetzt hier hin. Irgendwo.
hier ist ganz viel Schleimsuppe. Da schwebt es. Höher anpassen. Ich habe meine Fallen mal wieder geleert. Also meine Fischfallen. Weil die brauchen wir für so ein Wundsecret. So. Kleiner Wurm kriegt Schleimsuppe. Wo ist Rittersporn? Rittersporn kriegt Schleimsuppe. Silent Bob kriegt Schleimsuppe. Der muss auch wirklich. Entweder ist da mein Tempel zu. Oh, hier ging's gerade. Ach komm, da sind ja eh Tierchen dran. Da passt ja, dann kommt's hier zu einem Tierchen. So, Arschlecken. Überlagerung mit anderem Gebäude. Genau, ich wollte. Gelände. Zeug holen, damit wir Filzwürmer machen können, obwohl ich da eigentlich schon so viel noch gefunden hatte. Was kann ich mit dem Scheißteil machen? Nichts. Elixier der Freiheit, also du kannst da irgendwie ein Gift durch wahrscheinlich herstellen. Der Ketos Kuss klingt so danach. Umwandeln, irgendwas essen. Ach ne, du kannst Ranken und Splitter des Unerfüllten. Daraus kannst du was zu essen machen. Ich habe mir, wie gesagt, irgendwas anderes drunter vorgestellt, aber na gut. Ja, ich kümmere mich jetzt erstmal darum, gehärtete Ziegel zu machen. Dafür brauche ich Pflanzenfaser und Wundsekret, aber das Wundsekret wird ja gerade schon hergestellt. So, wie enttäuschend. Ich will nämlich auch meinen Mitra-Tempel aufwerten. Das heißt, ich muss demnächst mal wieder Opfer sammeln. Das könnte ich auch machen. Beiseht. Was brauche ich denn für den anderen? Wahrscheinlich auch 500 Eisenverstärkung. Oder so ein Scheiß. Also ich habe jetzt gerade erstmal relativ viel Stahlverstärkung noch in Auftrag gegeben. Weil Stahlverstärkung brauche ich tatsächlich für meine Sachen. Wo sieht man das Rezept? Ich sehe es gerade nicht, ich habe es aber gelernt, definitiv. Für die Aufwertung deines Tempels? Im Tempel oder was? Genau. So ein Scheiß. Muss ja extra mal hinlaufen. Nee. Yay, Bagheera ist aufgestiegen. Bagheera im Blutrausch. Was guckt denn hier runter? Ach so. Okay. Ziegel meine ich. Ziegel oder gehärtete Ziegel? Nee, es waren Ziegel. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber wir haben überhaupt keine Ziegel, oder? Also ich habe, glaube ich. Musst du gucken. 10, wow. Aua. Blackie, komm mal her hier. Aber auch nicht viel Stein, das heißt, ich kann wieder knüppeln gehen. Lammer an. Hast du irgendwas mit Glasflaschen hergestellt? Das ist schon länger her. Wenn du Glasflaschen brauchst, sind die höchstwahrscheinlich Färbemittel
In der Färbemitteltruhe habe ich die gelagert. Ich nehme das Glas mal da raus. Braucht gerade kein Mensch. Ich habe ja ganz vergessen, dass man auch im See ganz wunderbar Pflanzenfasern sammeln. In diesem See gibt es Leuchtschleim. Schau einer an. Das ist natürlich praktisch, weil den kann man immer gebrauchen. Jo. Tja. So, folge mir, Black Panther. Naja, du hast ja Black Panther. Genau. Lass uns Steine sammeln. Ups, ich muss langsam auftauchen. Die gurgeln schon. So, aber ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich genügend. Ich habe jetzt fast 700 Pflanzenfasern, da hole ich auch noch mal ein bisschen. Wobei, Holz können wir auch gebrauchen. Holz können wir auch gebrauchen, ja. Ich muss natürlich meine neue Rüstung auch noch färben bei Gelegenheit. Kohle und Eisen kann man ja auch immer gebrauchen, ne? Ja, gerade wenn ich jetzt noch Stahlverstärkung herstelle. Ah, ich brauche auch welche, 250, ja. Ich gebe hier auch ein bisschen Stein und wenn ich schon mal hier bin. Wir haben uns schon lange nicht mehr darum gekümmert, unsere Ressourcen aufzufüllen, von daher. Nee, auch die Basis haben wir komplett außer Acht gelassen. Also ich bin jetzt Level 56 und mit den ganzen Erweiterungen hatten wir schon seit Level 50. Also das haben wir irgendwie verschwitzt. Ja, ja, wir waren halt so sehr im Dschungelvieh. Bucky, komm her. Oh, ich habe ja meine... Ich habe meine Bögen überhaupt nicht abgelegt, ich döde. Ja, ich trage eh immer zu viel. Weil das Holz brauchen wir ja tatsächlich hauptsächlich, um geformtes Holz und so herzustellen. Ne? Genau, ich brauche 60 geformtes Holz. Aber auch die ganzen Schmieden bin ich nicht mehr sicher, ob die noch genug Holz haben. Also gerade... Ja, aber die machen wir doch jetzt sowieso immer mit Kohle. So, ja. Nee, weil da, wo die Steine drin waren, war keine Kohle drin. Da war auch nur Holz. Dann müssen wir da mal Kohle reinpacken. Wie auch immer, ich sammle hier gerade Holz. Oh, und da sehe ich noch gerade ein schönes kleines Eisenfeld. Das baue ich auch gleich mal ab, wenn ich hier schon unterwegs bin. Hier ist auch ein bisschen.
hatten zwar noch gut 1000 Eisen in dem einen Ofen drin, aber wenn wir jetzt wirklich wieder häufiger ein bisschen Stahl und Stahlverstärkung herstellen, ja, dann brauchen wir was. Wird das sehr schnell wieder weggehen. Hier sind auch noch ein paar Büsche. Sehr schön, Eisensteine und Büsche. Was war's schon mit den Eisensteinen? Na gut. Ich habe hier hinten noch genug, aber das Problem ist, mein Werkzeug geht gleich hin. Arsch. Ja, okay. Ich nehme hier noch ein paar Büsche mit. Nachdem ich jetzt herausgefunden habe, dass man Herzstein mit Pflanzenfasern macht. Beziehungsweise dann mit. Ich habe jetzt über 1000 Pflanzenfaserchen. Außerdem muss ich ja noch mein Outfit einfärben. Ich muss mir auch noch überlegen, welche Farbe dieser schöne Hemmschopf kriegen soll. Ach, das ist der Tempel der Lust da. Ja, Tempel der Langeweile. Trifft's eher. Zept umwandeln. Achso, da krieg ich Honig raus. Ich weiß nicht, vielleicht besonderen Honig. Keine Ahnung. Aber damit kann man anscheinend ein Laib Brot herstellen. Das ist ja auch nicht unnütz. Brot, das ist bestimmt voll der Hammer. Also wer hat hier eigentlich kleiner Wurm so... Ich hab ihn einfach irgendwo abgestellt. Ja, direkt vor der Tür. Na, mi. Mumumu. Ja, mi, mumumu. Du sagst es. Wir brauchen mehr Tänzer. Hier unter diesem Zelt müssen einfach ein, zwei Tänzer stehen, so als willkommen. Damit die Leute, die gleich kommen, denken so, oh, die sind ja toll, die haben ja hier Tänzer draußen stehen. Ist das nicht schön? Bevor sie unsere Bock belagern. Nee, keine gute Idee. Ach, wie du das sagst, passt schon.
So, ich wollte ja gehärtete Ziegel machen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich doch auch gehärtete Ziegel brauche. Ich gucke da nochmal rein. Aber dafür braucht man bestimmt normale Ziegel, oder? Nein. Die werden komplett anders gebaut, ja? Jo. Nee, ich brauche normale Ziegel. Alles dufte. Brauchst nämlich gehärtete Steine. Die werden im Feuerschalenkessel hergestellt aus Wundsekret und Zwirn. Mhm. Brauchen wir halt für die bessere Schmiedebank, glaube ich, war das jetzt. Ich habe hier ja auch noch ganz viel Holz bei mir in der Truhe. Aha, Holz gebunkert. Aber man kann es ja immer gebrauchen. Eben, es wird ja nicht schlecht. Ja, Gott sei Dank. Das wär's ja. Kannst du nicht bauen, weil schlechtes Holz. Stahlfeuer, um Stahlwaren herzustellen. Was brauchte ich denn da? Auf jeden Fall Teer brauchte man für Stahlfeuer. Oh, ich habe schon so ewig kein Stahlfeuer. Und Schwefel. Man könnte diese Mauer verlängern. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr Platz. Ist auch ein Mammutprojekt, aber das wäre ja ein. Das wäre möglich. Ah, ich könnte schon den verbesserten Ofen bauen. Mit nur 600 Stein und ein bisschen Stahl verstärken. 600 Stein lassen sich ja schnell organisieren. Ja, 600 Stein. Easy peasy. Könnte da auch noch einen hinsetzen. Baue ich jetzt Steine ab?
ist meine Spitzhacke. Also ich habe noch 1000, wenn du brauchst. Ja, also gebrauchen auf jeden Fall, aber wir wollen ja nicht nur einen Ofen, oder? Ich muss jetzt eh auf Zeit spielen, also ich habe jetzt nichts, was ich jetzt noch machen kann. Achso. Ah, doch hier, da muss was rein. Hier, Black Panther, wo bist du? Schön, wenn man mal wieder auf was Besonderes hinarbeitet. Genau. Ah, und ich brauche Opfergaben für meine Mitra, damit ich einen schönen Mitra-Tempel bauen kann. Also mit der aufgewerteten. Ein bisschen Kohle kann man auch noch dazu nehmen. Ja, im Zweifelsfall lohnt sich ja tatsächlich, wenn man viel Zeug zum Opfern braucht, lohnt sich unser Brummbrumm-Tempel immer wieder gut. Ja, da kann man gut alles sammeln. Ja. Ich glaube, das mache ich irgendwie mal offscreen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gezeigt, wie wir im Brummbrumm-Tempel Opfer sammeln. Ich weiß, wir haben auch auf jeden Fall noch relativ viel Stein in der Dschungelbasis, aber Stein wird ja nicht schlecht. Ja, wir brauchen es ja auch noch in der Dschungelbasis. Da wollten wir ja auch noch mal Fundamente bauen. Wo liegt hier Eisen drin? Auch keiner. Was denn? Da lagen noch 250 Ziegel. Ich glaube, ich habe das schon mal vorbereitet. gehabt. Mir fehlen nur die Eisenverstärkungen. Ich glaube, das ist die erste Aufwertung. Baust du die zweite schon? Vielleicht? Ja. Ich habe die erste noch nicht mal gebaut. Bei deinem Tempel? Ja, oder? Weil zeig mir nur die erste an. Hast du die zweite nicht gelernt? Doch, das müsste doch, schon die zweite sein. Die habe ich doch gelernt, definitiv. Ja, habe ich gelernt. Siehste. Aber ich glaube, wir müssen hier demnächst mal unterbrechen. Ja, ich habe auch so das Gefühl. Gut, dann machen wir das auch. Ja, würde ich auch sagen. Zwergus Maximus will Aufmerksamkeit. Genau.
Außerdem ist meine Spitzhacke auch im Arsch. Ja, wir brauchen jetzt eh ein bisschen Zeit wegen Eisenverstärkungen. Naja. Und Stahlverstärkungen. Ja. Und gehärtete Ziegel. Und gehärtete Ziegel. Und ich muss mein Zeug hier noch einfärben. Tüdelü. Ja, tüdelü. Dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.